Bauingenieurwissenschaften. Das ist eine sehr, sehr alte Disziplin, die aufbauend auf der Mechanik und Mathematik wissenschaftliche Grundlagen vermittelt und dabei doch sehr, sehr bodenständig ist. Wir freuen uns über Fußball-Weltmeisterschaften mit sehr, sehr schönen Stadien und wir freuen uns auch, dass die Welt so funktioniert, wie wir sie heute haben. Das ist auch eine Leistung der Bauingenieurinnen und Bauingenieure. Wir planen, das heißt, wir nehmen das Bauwerk geistig vorweg, wir denken es durch, wir simulieren und letztendlich wird es gebaut. Es handelt sich hier um ein sehr generalistisches Studium, das heißt, Sie lernen auf der Basis der Mathematik, Statik, Mechanik, Festigkeitslehre die grundlegenden Fähigkeiten kennen, um den Beruf des Bauingenieurs, der Bauingenieurin auszuüben. What we offer you at TU Graz is more than 50 exchange places around the world and many, many programs that you can select from. Have you ever thought about going to China and do tunnels there? Or think about Dubai, foundation engineering. And what about Canada? Would you like to do timber constructions there? Dieses Bachelorstudium ist dann die Grundlage für weitere Studiermöglichkeiten, die wir im Rahmen von 4 Masterstudien anbieten. Als Absolventin und Absolvent des Masters Infrastruktur werden Sie die Verkehrskonzepte der Zukunft für Schiene und Straße entwickeln. Sie werden unsere Wasserversorger dabei unterstützen, mit innovativen Methoden Rohrbrüche frühzeitig zu erkennen. Und Sie werden die Probleme der Siedlungsentwässerung, die sich aufgrund von demografischen und klimatischen Veränderungen ergeben, lösen können. Some of the focus areas of our group include alpine tunneling, foundations and retaining structures, geologic hazards, landslides, slope stability, as well as dam construction, design and rehabilitation. This really facilitates the students to get involved in meaningful research that has a high potential to change the way that we perform civil engineering towards higher degrees of safety and economy. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Erforschung von Materialien, neuen Materialien. Und da geht es natürlich auch um Aspekte wie Dauerhaftigkeit, neue Funktion von Materialien. Man sagt immer, Beton ist schön grau, aber das ist natürlich eine pragmatische Aussage. Beton ist sehr vielfältig. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, wie können wir Materialien, Beton insbesondere, verbessern. Wie können wir den prüfen? Alles Aspekte, die Sie im Studium hier betrachten, unter anderem natürlich auch andere Werkstoffe wie Stahl, Kunststoffe, Glas, alles, was Sie für den Hochbau hinterher benötigen. Im Masterstudium des Wirtschaftsingenieurs beschäftigt man sich insbesondere mit der wirtschaftlichen Umsetzung von Bauwerken. Die Prozesse auf der Baustelle, von der Planung über den Bauarbeiter bis zum Vorarbeiter, bis zum Vermesser, bis zum Polier, müssen alle so eingetaktet werden, dass man die Überlegungen, die man sich vorher angestellt hat, auch wirklich umgesetzt hat. Das lernt man alles im Studium und das Schöne ist, über ein Praktikum kann man dieses Knowledge sofort umsetzen. Als Absolvent der TU Graz hat man sehr gute Jobaussichten, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Mit dem Abschluss kann man in sehr vielen Bereichen arbeiten. Dadurch ist die Tätigkeit sehr abwechslungsreich und vielfältig. Für mich ist es das Studium, mit dem man am besten einfach das Gefühl bekommt, etwas geschaffen zu haben.